Hallo und herzlich willkommen zu Episode Nummer 35 von The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. Heute am Freitag. So, ich glaube, ich hatte letzte, vorletzte, vorvorletzte oder so Episode gesagt. Freitag wird irgendwie ein spezieller Tag. Ich habe mich immer noch nicht entschieden. Ich tippe mal, ich mache den Freitag jetzt einfach zum Kane-Tag, würde ich sagen. Kane ist eigentlich mein Zweitlieblingscharakter, abgesehen von Isaac. Also, Freitag ist Kane-Tag. No pain, no Kane, no gain. Wie immer, Kane, niedrigeres Leben, höherer Schaden, startet mit dem Luckfoot. Niedrigere Range außerdem. Luckfoot sorgt dafür, wir können bei bei Fortune-Tellern nicht verlieren, also keine Fortunes bekommen. Wir können allerdings bei Fortune-Tellern immer noch verlieren. Das ist zwar sehr, sehr, sehr selten, aber kann vorkommen. Außerdem können Pillen nur gut oder neutral sein. Und mein Sound ist zu laut, deswegen brülle ich auch so, sorry. Können nur gut oder neutral sein. Und bei Spielen wie dem Skull Game oder dem einarmigen Bandit haben wir eine doppelt so hohe Gewinnchance wie normal. Also anstatt 33,3% eine 66,6%ige Wahrscheinlichkeit. So, Zeug, Schlüssel, sehr gut. Schlüssel können wir gut gebrauchen. Wir starten nämlich auf einem XL-Floor. Und wir bekommen Ipecac. Ich sollte außerdem mal meinen Timer starten. Timer starten, sag ich. So. Und ich sollte meine Maus wieder wegmachen. So. Ich kenne das, sowas treibt einen in den Wahnsinn, wenn man dann die ganze Zeit da so eine Maus so am Rand sieht. Und ich lasse Ipecac erst nochmal liegen. Ipecac sorgt dafür, dass wir anstatt Tränen Bomben heulen. Und mit diesen Dingern zu zielen und zu treffen, ist mir irgendwie ein bisschen nicht so geläufig, wie es eigentlich sein sollte. Also, dann schauen wir doch mal. Ipecac wäre natürlich cool, damit die Bosse auf den ersten Floors zu erledigen, ist ein absolutes Kinderspiel. Wenn man jetzt nicht unbedingt gegen Hollow oder so kämpft. Ich habe heute schon wieder so einen Laberfehler. Vielleicht ist ja momentan irgendwie was in meinem Kaffee anders oder so. So. Und so. Na komm, stopp. Gut gemacht. Ups, oh Mann. Das war der eine und der andere. Ihn auch noch erlegt. Eine Bombe. Was gibt's hier drüben? Ein Klotti. Ein ehemaliges Klotti, um genau zu sein. Vorausgesetzt, ich treffe. Gut, noch eine Bombe. Hier haben wir einfach nur vier Hopper. Upp. Na, komm her. Was gibt's sonst noch? Natürlich, wie immer, frische Binding of Isaac-Sitzung, also keine initiale Chance auf Deals. Also, das mache ich auf jeden Fall. Deal. Spirit Hearts und drei Bomben zum Preis von einer. Also einer Bombe. Sorry. Aber sobald wir dann den ersten Deal mit dem Teufel ausgeschlagen haben, sollten wir das tun wollen, haben wir dann auch eine Chance auf Gottesgeschenke. Ich platziere da jetzt einfach eine Bombe und... Upp, ey, Schweinerei. Und das alles für ein halbes Herz, na super. Plop und plop, Champion. Champion erledigt, noch ein Cent. Ich frage mich, wo unser zweiter Item Room steckt. Unter Garantie ist der ganz oben, wie ich mein Glück kenne. Noch ein Schlüssel. Sehr ertragreicher erster Floor. Hey, nein, ich lag falsch. Cool. Noch ein halbes rotes Herz, mit dem wir nichts anfangen können. Und unser zweiter Item Room ist Kamikaze. Okay. Ich glaube, ich nenne die Folge explosiv. Sorry, ich habe irgendwas im Hals. Kamikaze ist auch cool. Solange ihr gegen eine Wand lauft, könnt ihr euch kostenlos in die Luft jagen. Haha. Funktioniert aber nur bei Wänden, nicht bei Steinen.
Also habt ihr im Endeffekt kostenlose Secret Rooms mit dem Ding, wenn ihr wisst, wo ihr suchen müsst. Trollbombe? Bam. Wir könnten ja eigentlich mal gucken, der Secret Room ist ja unter Umständen hier. Ups. Falscher Knopf. Okay, hier ist er nicht. Positionierung ist dabei aber sehr wichtig, denn ihr nehmt nur keinen Schaden, wenn ihr beim Benutzen von Kamikaze in eine Wand lauft. Das ist ein sehr guter Demo-Punkt. Das funktioniert nämlich nur, wenn ihr auch teilweise in der Wand seid, was ihr momentan seid. Das ist auch der Grund, warum Fliegen nicht direkt an euch rankommen. So. Wenn ihr euch jetzt so in die Luft jagt, passiert nicht viel. Ihr seid ja schließlich in der Wand. Hier seid ihr perfekt positioniert, um es aufzusprengen. Und wenn ihr das aber direkt an der Tür macht, seid ihr ja nicht mehr in der Wand, ne? Also, ihr habt es gesehen, das passiert dann. Ist eine Übungssache. Ich kann es nicht besonders gut, aber wir haben ja nicht allzu viel Auswahl. Ich meine, ein schlechtes Spacebar-Item ist immer noch besser als kein Spacebar-Item. Und in diesem Sinne, wow, wir haben schon 19 Cent. Hey, wann ist das denn passiert? Würde ich fast sagen, Blutbank, Herzen, Herzen. Ein volles rotes Herz. Wir nennen die Folge explosiv und nehmen Ipecac mit. Bam, Ipecac. Bam. Na komm. Damit zu treffen ist schwierig. Naja, ist ja wurscht. Jetzt können wir eigentlich mit Ipecac auch gleich noch schauen, ha, wo der Top Secret Room ist. Hey, rote Herzen, hätte ich das nur gewusst. Na gut, unser erster Boss ist Monstro. Das war's mit Monstro. Bam, Range Upgrade. Und unser zweiter Boss ist der Duke of Flies, das wird ja immer einfacher. Ups, das war Fail zugegeben. Noch ein Range-Upgrade. Na gut, nächster Floor. Catacombs mit Curse of the Labyrinth. Suboptimal, sehr suboptimal. Mit Ipecac irgendwas zu treffen ist nicht leicht. Aber ich habe es irgendwie hinbekommen. Bombe und Kleingeld. Schauen wir mal hier links. Spinnennups. Bam und Bam. Uppala. Geschafft. Und ein halbes rotes Herz. Das heißt, wir können wieder einmal getroffen werden. Upp. Schlüssel und Bombe und Kleingeld. Da kann ich leider nicht reingehen in meinem momentanen Zustand. Oh, hier komme ich ganz gut ran. Upp, falsche Richtung. Noch ein Cent und noch ein Cent. Was gibt's hier? Arcade. Cool. Interesting. Ha, alle erwischt. Hervorragend. Was gibt's hier Feines? Fortune Teller. Hervorragend. Ausgezeichnet. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Wir können ja schließlich nicht verlieren. Empress teleportiert uns in den Bossraum. Birdherzen. Darauf hatte ich es abgesehen. Nur bekomme ich irgendwie nicht die ganze Zeit das, was ich möchte. Na gut. Bomben. Das Einzige, was jetzt wichtig ist, ist, dass wir dran denken, bei Fliegen den Raum zu verlassen und nicht zu schießen, sonst jagen wir
das Skull Game nämlich in die Luft. Schlüssel, noch eine Tarotkarte. Justice. Von allem etwas. Bum, 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 bum. Volles Leben. Was für uns im Endeffekt nur bedeutet, wir prüfen, ob hier oben... Nö, ist er nicht. Ob da oben der Secret Room war und... Wir spielen zweimal mit der Blutbank. Gut, dann Kommando nach links. Okay, okay. Die Tarotkarte ist Emperor. Ach nee, Empress, ist es Moms Fuß? Ich glaube, es ist Moms Fuß und Empress, Emperor war Teleport in den Bosskampfraum. Sorry, Leute. Oh, Chaos Room. Hey, Guppy's Tail. Hey. Oh Gott, Guppy mit Ipecac, das wäre absoluter Overkill. Aha, erwischt. Monstro Manuel. Level 2 Cube of Meat. Immerhin kann ich jetzt das Feuer kaputt schießen. So. Weil, denn wie immer, wie gesagt, wenn ihr solche Sachen mit einer Explosion zerstört, bekommt ihr keine Drops dafür. Oh, was gibt's hier? Noch mehr Bielicker. Goathoof ist ein Speed-Upgrade. Upala. Goldene Truhe, klar. Hey, Kleingeld. Shop definitiv interessant. Keeper ist so ziemlich tot. Wenn wir es können, machen wir jetzt einfach noch schnell die Steinchen hier kaputt. Ja. Und ein Assortiment, ein ausgewähltes an Klumpen. Kannst du mal irgendwo stehen bleiben, wo ich dich treffen kann, du Mistvieh? Yes! Hey, noch ein Schlüssel. Sehr gut. Shop ist... Ladder. Ich meine, hey, wir können es uns eh leisten. Also das und das und The Magician, Homing Tears. Das könnte recht praktisch sein. Ach ja, wir können ja jetzt über Lücken laufen, die eins breit sind. Also, wir können nämlich da jetzt so... Goathoof möchte ich wirklich nicht. Was gibt's hier rechts? Fistula! Oh, Secret Room. Und Fistula war Geschichte. Secret Room ist nochmal 9 Cent. Gut, dann dürft ihr hier rechts jetzt nämlich mal an den letzten oder vorletzten Raum sein. Na, wie schmeckt euch eure eigene Medizin, ihr Mistviecher? Das lief auch recht glimpflich ab. Und hier rechts. Bam, zwei Truhen. Bam und bam. Kleingeld und Schlüssel, cool. Keeper. Hier rüber bitte. Und zack, erwischt. So. Mein Gott, wie riesig ist denn der Floor? Ist aber kein XL-Floor, oder? Doch, sieht aus wie ein XL-Floor. Goldene Truhe, klar. Hey, Kleingeld.
Was finden wir hier? Grüne Männchen. Einer und noch einer. Pille. Balls of Steel. Zwei Spiritherzen. Schön. Alle erwischt. Gut. Finden wir hier so. Bielicker. Falscher Knopf. Erwischt. Von da kommen wir. Also, letzter oder vorletzter Raum? Hey, Demon Judgment, hallo. Halo of Flies. Hm. Ja, geht doch. Bro, Halo of Flies. Drei Fliegen-Orbitals. Nein, zwei. Eigentlich müssen es drei sein. Naja. Na gut, einmal. Fuck you. Bam. Gut, machen wir es einfach so. Wir hauen ab. Gut, dann auf zu den Bossen. Es ist also ein XL-Floor, also Plural. Dann schauen wir mal, wer als erstes auf die Fresse bekommt. Wir könnten eigentlich noch nach dem Top-Secret-Room schauen. Ich sehe nicht allzu viele Locations, wenn ich ehrlich bin. Also einmal dort und dort. Ha, haha. Eternal Heart. HP Upgrade. Ich hätte es aufheben sollen, ich Idiot. Naja, hinterher ist man immer klüger. Also, dann mal hier hoch und hier links und ausweichen und nochmal links und nochmal links. Gratis Cent. Und hier runter. Nochmal hier runter und wenn wir sowieso schon hier sind, spielen wir noch eine Runde bei ihm hier. Vielleicht kriegen wir noch mal ein paar Schlüssel, dachte ich mir. Also Abmarsch. Und ausweichen, 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 ausweichen. Bah, fuck. Magician geprockt. Ziel suchen, Projektile. Ende Banane. Unser erster Cube of Meat und unser letzter fehlender Orbital. Jetzt haben wir drei Stück. Die gegnerische Projektile blockieren. Und generell sehr viel Schaden verursachen. Bloink. Das ging doch recht easy. Mom's Coin Purse. Vier Pillen. Unbekannt. Telepills. Naja gut, wenigstens nicht allzu weit weg. Dann schnappen wir uns mal noch den Emperor. Und dann haben wir hier Pretty Fly. Tears Upgrade. Balls of Steel. Fuck, der Deal ist weg. Na gut, dann Abmarsch. Wir merken uns, immer erst die Deals machen. Na, Pink Screen Glitch? Jo, Pink Screen Glitch, denke ich. Na gut, ich trinke mal einen Schluck. Was trinke ich denn hier? Paloma. Grapefruit-Limonade. Hm. Okay. Leech. Toter Leech. Halbes rotes Herz. Hey, Small Rock. Das ging leider nicht anders. Doch, ging's. Ich habe ja noch normale Bomben. Ich dab. Ups. Ich weiß gar nicht, ob der Small Rock mit Epic Hack stackt. Na gut, ist eigentlich auch Schnurz. Item Room. Razor Blade. Blood Rites. Buh.
Heben wir es zumindest mal auf. Ups, das wollte ich eigentlich nicht tun. Und da ich jetzt keinen Bock habe, mehr groß rumzulaufen. Hallo Gish! So, Gish mal ein bisschen mit seiner eigenen Medizin versorgen hier. Das war's mit Gish, das war's mit den kleinen Gishs. Hey, dir mit dem Engel. Gottesgeschenk, fuck yeah. Was krieg ich cooles? Skepta! Und abwärts. Bam. Direkt beim Item Room gespawnt. Schön. Piepe, nicht schön. Ups, selbst getroffen. Schnaps gesoffen. Jetzt aber. Was gibt's hier? Bielicker. Oh, Mass. Na, geht doch. Goldene Truhe, Tarotkarte. Temperance ist eine Blutbank. Also, Temperance spawnt eine Blutbank, um genau zu sein. Na, kriegen wir hier noch ein bisschen Zeug. Und. Tinted Rock. Au. Perfekt. Ich wollte die Blutbank nicht zerstören. Jetzt können wir nämlich einfach hier stehen und Spaß haben. Spirit Herzen. Missing Page. Hatten wir überhaupt schon Trinket? Nee, ne? Red Patch. Spirit Hearts. Cursed Skull. Gibt's hier Liberty Cap. Tarotkarte. The Lovers. Zwei rote Herzen. Bam. Nein. Yep. Yep. Der Tick. Entdeckung. Okay. Wenn es das E war. Ich würde gerne Liberty Cap mitnehmen. So. Liberty Cap kann uns hin und wieder einen Kompass-Effekt geben. Und wir schneiden jetzt einfach mal am Shop vorbei. Hey, es ist nicht Greed. Respekt. Und wir haben Portable Slot, wir könnten eigentlich Bosse farmen. Wir schnappen uns jetzt einfach die Portable Slot und gehen Bosse farmen. Ich habe Kamikaze ja sowieso nicht benutzt, wirklich. Wir können aber schon noch schnell peilen, ob der Shop hier irgendwo ist. Der Secret Room. Nope. Nope. Okay. Dann ist er vermutlich... Yep. Na gut, spielen wir hier mal noch ein, zwei Runden. Verloren. Und gewonnen. Einen ganzen Cent. Hey, hey. Schlüssel sind gut. Denkt dran, wir haben Guppies Tail. Das heißt, wir sehen sehr viele Truhen. Davon auch viele goldene Truhen. Und ich möchte wiederum so viele wie möglich davon öffnen. Denn goldene Truhen können Items enthalten. So, das hier ist ein relativer Wischiwaschi-Raum. Oh, das wäre das soweit. Dann schauen wir mal hier drüben. Kopf vom Headless Horseman. Ist gleich Geschichte. Bam, sage ich doch. Truhe? Pushpin? Nope. Fistchiller. Immer schön zielen und draufhalten. Na, hervorragend. Klappt doch. Truhe? Klangelt. Mob Trap Room.
Ruhe. Meh. Na komm schon. Erwischt. Schauen wir mal hier rein. Okay, Spinnen. Und Pillen. Telepills. Temperance. Balls of Steel. So, jetzt bitte noch meine Temperance-Karte wieder. Und raus. Gut, dann ist der Boss auf dem letzten Weg, den ich nicht besucht habe. Top Secret Room vielleicht. Da? Nee, dann ist er vermutlich da oben. Es sei denn, ich habe noch nicht genug von der Map gesehen, aber die kann nicht mehr viel weitergehen, glaube ich. Upp, einmal durch. Zweimal durch. Cent. Kleingeld. Nope. Nope, dachte ich mir. Upp, fällt. Angriff der Killer-Handys. Immer noch Angriff der Killer-Handys. Ein rotes Herz. Selbst getroffen. Pech gehabt. Raum überstanden. Mehr von diesen verdammten Masken. Ich hasse diese Dinger. Fehlt nur noch der Bienenlicker hier. Na komm! Na endlich. Und dann nicht mal Drops. So, ich muss mal ganz kurz schauen, was mein Handy gerade von mir will. Das war immer dasselbe. Hi, Mom! Damn. Damn. Na, komm. Und der letzte? Der letzte. Squeezy, Tears Up. Zwei Spirit Hudson. Spirit Hudson sind mir wichtiger als alles andere. Dann schmeißen wir gerade noch Temperance an. Boink. 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 Außerdem noch das. Boink. Boink. Polaroid. Abwärts. Also jetzt mache ich irgendwas wegen meinem Handy. Moment. Mann, 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 Mann. So. Wir haben jetzt natürlich mal wieder keinerlei Orientierung. Der saß. Der auch. Bombe. Na, geht doch. Epicac ist teilweise furchtbar. Geht doch. So, dann. Gut, hier sind wir absolut falsch, wie ich sehe. Wir nutzen jetzt einfach die Gelegenheit und hauen wieder ab. Hier rechts. Gut. Nicht gut.
Ich will die Bombe haben. 26 Bomben, das ist doch nicht immer normal. Oh, goldene Truhe. Spirit Hearts. Judgment. Hey. Na, was hast du denn alles Nettes für uns? Spirit Herzen, Spirit Herzen. Tarotkarte. Emperor. Perfekt. Und noch irgendwas Cooles, noch mehr rote Herzen. Ein Schlüssel. Noch ein Schlüssel. Meiter. Damit rückst du ganz schön früh raus. Judgment. Schlüssel. So, das halbe rote Herz kann ich nicht mitnehmen. Whoop. Haha. Whoop. Einmal hier. Da. Gut, noch ein Schlüssel. Wer ist denn hier unser Boss? Headless Horseman. Das heißt, wir bekommen hier das Pony. Gut. Das wäre dann der Kopf. Das wäre das Pony. Zip. Weg da damit. Machen wir es einfach so. Hoffen wir auf eine Fliege. Noch mehr Kleingeld. Schauen wir mal, ob das in der Version überhaupt funktioniert. Noch mehr Kleingeld. Pille. Bombe. Na komm schon, spawn mir eine Fliege. Haha! Fliege! Raum verlassen. Raum betreten. Tada! Nächste Runde. Joink, jetzt haben wir hier zwei Black Ponies. Spirit Hearts. Sand. Fliege. Das wäre der Kopf. Und das wäre der Torso. Cent, 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 Cent. Spirit Hearts, Bomben, Balls of Steel. Zack. Das machen wir jetzt noch ein bisschen. Am besten hier in der Ecke. Na komm. Na komm. Na komm! Yay, Fliege! Ja, komm in meine Richtung! Komm in meine Richtung! Na komm! Haha! Und nochmal, weil es so schön war! Das wäre der einmal! Und zweimal. Oh, Kleingeld. Spirit Hearts. Und weil es so schön war. Einfach immer schön Spacebar spammen. Auf die Art und Weise kann man nämlich von den meisten Bossen sehr, sehr viele Dinge halt. Farmen. Das funktioniert sogar mit Cube of Meats. Nach dem vierten Level ist es zwar irgendwie Wurst, aber es funktioniert. Wupp. Wupp. Ah, oh.
Ups. Creep. Tears up. Unbekannt. Tears up. Okay, das war dann vermutlich eine Tears down Pille. Und wir haben noch 13 Cent, also machen wir das Ganze jetzt noch einfach einmal. Ich spiele jetzt einfach leer, solange die Fliege da drüben am Rumdümpeln ist. Spirit Herz. Mal schauen, vielleicht kriege ich ja sogar das Game gecrashed damit. Ah, die Bossmusik läuft wieder. So, einmal raus und einmal rein. Ja, kurz und schmerzlos. So, rotes Herz, rotes Herz. Wuhu! Pony! Aktive Flugfähigkeit. Nehmen wir mit. Wir haben sowieso nicht viel Auswahl. Emperor! It lives! Hopp. Und hopp. Hey, hey! Und jetzt einfach nur noch dastehen und draufhalten. Abgesehen vielleicht davon, wenn man Monster ausweichen muss. Das wär's mit Monstro. Jetzt konzentrieren wir uns wieder voll und ganz auf Marm. Bei Marm. Permanentes Bombenstadium. Das heißt, jetzt müssen wir uns garantiert nicht mehr wegbewegen. Yep. Ich würde sagen, Sheol. Gehen wir doch mal wieder zu Stan. Doppel-Gemini. Das könnte eklig werden. Selbst getroffen. Zwei Spirit-Herzen. So, erwischt. Zwei Loki. So, sehr gut. Ein Loki platt. Ausweichen. Und plonk. Zwei Loki platt. Goldene Truhe. Zeug. Nichts Interessantes. Speedrun-Modus aktiviert. Versuchen wir es nochmal. Geht doch. So. Und nochmal. So. Nochmal. Schauen wir mal hier links. Einmal fallen. Das wird ein Spaß jetzt. Gut. Immerhin, wir leben noch. Aha. Das wiederum jetzt könnte uns zum Sieg verhelfen. Safety Cap. Spirit Hearts. Bloody Penny. Umbilical Cord. Tarotkarte? Judgment! Hey! Oh. Okay. Dann einmal Boom. Kleingeld. Und einmal Boom. Kleingeld. Polaroid. Tarotkarte bitte. Death, danke. Polaroid, danke. Dann kriegst du jetzt von mir 3 Cent. Und dann kriegst du von mir... Hey! Mom's Purse bringt mir überhaupt nichts.
Hi Stan. Jetzt kann ich eigentlich nichts weiter machen als hier stehen und draufhalten. So, da ist Stan. Immer schön drauf damit. Gut, man sollte natürlich darauf achten, dass Stan auch gefroren bleibt. Das war Stan. Jedenfalls die erste Phase. Zweite Phase. Bam. Death. Gut. Jetzt habe ich nicht viel Möglichkeit, als Kamikaze-Attacken zu starten. Leider. Das sei denn, ich lande Glückstreffer. Na komm. Komm, Stan. Komm, Stan. Zieh dich nicht so. Stirb. Yay! Stan mit Epic Hack besiegt. Wuhu. Sprint. Wuhu. Ja. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet, dass das klappt. Ich bin mit Epic Hack eigentlich absolut grauenvoll. Aber carry hard, ne? In diesem Sinne, ne? Wie immer. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal. Wie immer von Barricade. Bye!